Ja, früher haben wahrscheinlich die Ausstellung Sportler aus Schliersee schon gesehen, hier in der Vitalbild. Unseren erfolgreichsten haben wir heute live da. Wir haben gerade ein bisschen Gaudi gemacht. Der schaut fast nur so aus wie früher. Zumindest da den Rennanzug noch reinpassen. Weltmeister, Riesenslalom Weltmeister. Und ich glaube, ganz viele können sich erinnern an den zweiten Lauf, wo es da die Skibrillen und den Mützen runtergerissen hat, wo man alle so im ersten Lauf vorne und im zweiten Lauf, um Gottes Willen, was passiert denn jetzt? Das war schon mal der Wahnsinn damals, der Weltmeister, aber dann der Höhepunkt, ich glaube für die ja der Höhepunkt, dann diese zwei Goldmedaillen, da wo wir schon alle gesagt haben, du hast schon eine leidvolle Geschichte mit Olympia gehabt und da war das dann, das war glaube ich irre, was da in Schlesien dann los war. Wir freuen uns, dass der Markus, unser erfolgreichster Sportler, heute unsere Ausstellung anschauen darf. Und mich freut es und das ist auch schön geworden und vor allen Dingen die anderen Sportler zu sehen, weil man vergisst sie so schnell und die ganz die Alten, die Schallerhans, du und Möwald und so weiter, dass das alles Schliersee waren, die einmal wieder zu sehen und die Jugend einmal, hey, Schliersee ist ganz schön was los gewesen. Ja, das sind schon ein Sportort, also speziell Wintersport ein bisschen mehr, aber trotzdem die Turner kriegen wir alle genauso. Ja. Also, schön, ja, freut mich. Markus, wir sind ja durchgegangen durch die Ausstellung. Gibt's ein Teil, wo dich jetzt ganz besonders gefreut hat, die Chance möchte ich natürlich nutzen, weil ich habe viele persönliche Sachen von dir gekriegt. Ich habe zwei Weltcup-Buben gekriegt, ich habe deine originalen Ski gekriegt, Skischuhe-Stecker und ich habe auch deinen Helm gekriegt. Aber hat dich was ganz besonders berührt jetzt bei der Ausstellung? Eigentlich berührt mich die Geschichten, wenn ich jetzt auch in der Historie nachgehe, die alten Fotos sehe, was das für wilde Hunde waren, wenn die über die Chance genommen sind. Oder die Skitechnik zur damaligen Zeit schon und das mit dem Material. Das alles kombiniert oder ein Weber seine Maschine. Ich kenne es aus Burno, was am See gefahren sind. Das war der Wahnsinn. Das ist unvorstellbar, was da damals alles passiert ist. Und schön, also ein paar Kollegen sind ja von mir auch da und der Bäder. Das sind halt immer so die Erinnerungen, die ich halt habe, bei der Sotler gerade beim Bäder dabei war, ja, die Silbermedaille gemacht hat. Also das sind halt so Momente, das freut mich, dass man das mal so sehen kann.